Moin, moin Leute, hier ist Janisli und willkommen zu einem kleinen Special zu den 150 Abonnenten, beziehungsweise für die 50. Folge von One Piece Shirakus. Eben machen wir Rare Recruits und zwar 6 Stück in der Folge. Wir hoffen natürlich auf ein paar goldene Poster und ist gerade die Higher Chance of Getting Int-Charaktere ist gerade am Laufen. Deshalb hoffen wir, dass wir dafür was bekommen. Egal, wir gehen gleich mal rein ins Spiel und versuchen uns daran. So, jetzt natürlich noch ein bisschen Dramatik aufbauen, definitiv. Also, was will ich hier? Mr. 3 auf jeden Fall. Aha, da habt ihr auch gedacht, ich lasse los, ne? Nein, okay. Und. Ach, Silberposter. Könnte Mr. 3 sein, sagen wir so. Genial. Oh mein Gott, yes. Wie genial. Und ich sage noch, könnte Mr. 3 sein. Nice. Das ist das erste, das silberne Poster, was mir gefällt. Ach, geil. Sehr nice. Wow, das war jetzt stumpf, okay. Okay. Sehr gut, das ist schon mal ein guter Start. Ich weiß gar nicht, wie man sich da beschweren kann. Sogar mit Ansage hier. So, kommen wir ins nächste rein. Wir hoffen natürlich immer wieder noch auf ein goldenes Plakat. Wie immer. Und los, hoffentlich. Goldenes Plakat. Komm schon, goldenes Poster. Yes, goldenes Poster. Ah, okay, Nami habe ich schon. Genau dieselbe Nami habe ich schon. Okay. Benutze ich die. Also benutze ich die zum Fusionieren von der Nami selber. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Was ist los mit dem Chat gerade? Achso, für alle, die das nicht wissen, ich nehme das gerade auf während des Livestreams. Also für alle, die jetzt nicht dabei waren, sehen das trotzdem. Also bis jetzt eine Nami, 4 Sterne und einen Mr. 3, den ich sowieso schon haben wollte. Komm schon. Ah, selber das Poster, mal gucken, was da ist. Nochmal Mr. 3. Okay. Warum nicht? Aber das Geile ist ja, die sind schon Level 20. Muss man ja sagen, die ganzen In-Charaktere sind schon Level 20. Von daher. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass der Chat so ein bisschen leise ist, aber naja. Den kann man es verübeln, nicht? Goldbooster, yes! Oh, nice. Haben wir noch Robin, sehr nice. Miss All Sunday Baroque Works VP. Special für ein Turn, Int ATK mal 1,5. Und Int Tip Charaktere ist RCV mal 1,5. Sehr nice. Okay. So, wir können auch zweimal recruiten, aber jetzt machen wir eben eine kleine Zwischenbeurteilung, würde ich es mir sogar noch nennen. Wir sortieren das jetzt mal eben nach GetDate. So, hier unten. Also, gucken wir uns das mal unten an. Zweimal den Mr. 3, einmal eine 4 Sterne Nami und dann die 4 Sterne Miss All Sunday. Sehr nice. Das ist nice. Das ist ein Fighter, das heißt, die könnte ich natürlich auch ins Fighter-Team integrieren. Also ist das sehr cool. So, weiter geht's. Brauchen wir, dass ich auf die Taverne wieder gehen. Rare Recruit und der nächste Rare Recruit. Und mal gucken, was wir da bekommen. So. Komm schon! Goldenes Plakat! Silbernes Plakat, okay. Okay, Tashigi habe ich schon. Tashigi habe ich schon, sogar in einer Form höher. Also von daher, können wir
Power-Up mal Mr. 3 mit Mr. 3. Oh, und ich habe keine Billy dafür. Meine Güte, ist das schlimm. Werden wir mal eben Leute sellen. Also keine von den gezogenen Charakteren. Aber so solche Leute, die man den hier so gefunden hat. So, damit wir auch gleich genug haben für den. So, Power Up. Mr. 3 mit Mr. 3, dankeschön, jupp. Also das Beste würde ich schon sagen, das ist All Sunday. Ah, Mr. 3, Level 3, 23. Mr. 3 Tashigi, naja, das war jetzt nicht so toll, aber ich will ja schon sagen, dass wir dass wir bis jetzt mega viel Glück hatten. Also, Natron, moin moin, das wird aufgenommen. Also keine Sorge, du hast hier nichts verpasst, das kannst du immer noch auf meinen Kanal angucken. Also es wird denn so, ich denke mal, mit der Folge 50 abgeloadet. Von One Piece Treasure Crew, so entweder davor oder danach, mal gucken. Und jetzt nochmal den letzten Recruit. Warum wartest du nicht auf Zugo fest? Ich hatte sowieso nur 30. Und ich wollte Mr. 3 haben für ein Stasher-Team. Ja, ganz einfach. Warum ich nicht auf das Zugo-Fest warte? Ja, ich werde mir dann sowieso irgendwie 30 Stück für 20 Euro holen, weil das glaube ich. Also bin ich auf dasselbe wie hier. Und Zugo-Fest, das wird noch ein bisschen dauern. Hier auf der Version. Das also ist nicht so, dass das morgen rauskommt oder so. Na, Silberne ist verdammt. Ah, was ein ironischer Weg, das zu beenden. Was für ein ironischer Weg, das zu beenden. Mit einem Tony Chopper. Ironisch, weil es mein Profilbild ist auf YouTube. Deshalb ironisch und naja. Nice. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ist natürlich auch irgendwie ein geiler Weg, das zu beenden. Echt ein geiler Weg, das zu beenden. Entwickelt ihr zum Brainpoint, so, sagen wir mal so, ne? Wenn ihr, ich denke, ich habe sogar den Brainpoint. Das sollte eigentlich, ist das nicht Brainpoint? Jupp, habe ich schon. Egal. Das war's jetzt erstmal für die Folge. Jetzt hängen wir da noch ein bisschen von der normalen Folge dran. Wie gesagt, das war's nur fürs 50 Abos, fürs 50. Folgen-Special von One Piece Treasure Cruise. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns beim Rest der Folge. Ja, Leute, das, was ich jetzt eigentlich nur noch machen werde, ist jetzt nochmal schnell eben Danke sagen. Und zwar danke für die Unterstützung bei den ganzen Parts. Wir sind jetzt schon mal 50 Parts angelangt. Wer hätte gedacht, dass es wirklich noch so nice weiterlaufen wird. Also ich bedanke mich für alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, alles, was ich bis jetzt getan habe. Wir haben auch die 150er Marke erreicht. Also dahin kann ich mich nur bedanken. Das ist Part 50 von Parts. Also ich sag euch, das Let's Play, das wird erstmal nicht stoppen. Das wird noch ohne Wende weitergehen. Jetzt fangen wir gerade erst an mit dem Let's Play. Ja, das war so noch so eine kleine Ansage eben, die ich nochmal zum Ende hin machen wollte, dass ihr so wisst, dass ich euch natürlich nicht vergesse, dass ihr natürlich unsere wachsende Community bleibt, vor allem jetzt auch mit dem Forum, für alle, die mich aus dem Forum, also im Forum kennengelernt haben, die sollten mich denn ja auch jetzt besser kennenlernen und jetzt bei Folge 15 ist ja auch nicht so schlecht einzusteigen. Wir sind nämlich noch nicht mit dem Spiel durch, sondern haben ja noch nicht mal die normalen Inseln durch. Aber wie gesagt, ich freue mich, ich bedanke mich bei jedem, der mich abonniert hat, der meine Videos anguckt. Ja, Dankeschön, wir sehen uns in der nächsten Folge oder beim Stream heute Mittag, also heute gegen Abend um 16 Uhr. Bis denn, Leute.
Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.